Servus miteinander. 22. Mai 2016, das heißt genau ein Tag nach unserem 20-jährigen Jubiläum. 20 Jahre Sport Ruscha, unser Ladengeschäft, hat also auch schon einige Jahre auf dem Buckel und gestern haben wir das Ganze gefeiert. Untertags mit vielen, vielen Testaktionen mit den Firmen Salomon, On, Sud, Liguano und Newline und am Abend mit viel Musik und mit geselligem Beisammensein. Jetzt wollte ich natürlich gestern schon den ganzen Tag live davon berichten, mit der Kamera rumgehen und ein tolles Streckengeflüster draus machen. Was ist mal passiert? Ich habe vergessen, den Ton einzuschalten. Deswegen muss ich jetzt die Einleitung nachvertonen sozusagen und habe mir gedacht, dann mache ich das gleich wieder mit einem Mini-Video. Also, die anderen Sachen sind was geworden, auch mit Ton. Genießt es nochmal, so zur Nachbereitung nochmal. 20 Jahre Sport Ruscha und ihr wart dabei. Schön war's. Und danke für alles. Hinter mir der Gabentisch sozusagen. Viele haben ein paar Präsente mitgebracht. Also herzlichen Dank. Schön, dass es euch gibt. Ich bin stolz, dass ich mit ganz vielen von euch befreundet bin. Wir sind hier beim Sport Ruscha, der hat 20 Jahre Laden Jubiläum und wir haben heute die Bettina da von Salomon und ich frage sie jetzt einfach mal ganz frech, was machst denn du da genau? Ja, wir haben heute so ein Testevent. Ich habe immer ein paar Testschuhe dabei, wo die Leute einfach mal reinschlupfen können in Schuhe, verschiedene Modelle für verschiedene Untergründe. Mal, wenn man einen Schuh testen kann, ist immer am besten. Ich habe unser Topmodell einmal dabei, das ist ein super Wettkampfschuh, hauptsächlich fürs Trailrunning, brutal leichter Schuh, 200 Gramm. Genau, und das sollen die Leute halt einfach heute mal ausprobieren, damit sie wissen, was so gut ist. So, wir haben hier die Manja. Hallo. Und ich glaube, du warst gerade unterwegs, oder? Wo warst du denn? Wir waren jetzt im Westpark und haben neue Schuhe probiert von On und von Zut und ein bisschen Lauf-ABC gemacht und ja, war super. Ihr habt einen Trainer, glaube ich, gehabt, oder? Der euch da geführt hat. Ja, der Peter ist immer vorausgelaufen und hat uns alles vorgemacht, was wir machen sollen und wir machen es ja immer nach und ja, klappt super. Hat Spaß gemacht? Ja, war super und schön warm und jetzt sind wir auch richtig K.O. und brauchen ein Löschzwerg. So, neben mir sitzt der Lucke und wir sind da beim Sport Ruscha, seinem Ladenjubiläum, 20 Jahre Sport Ruscha. Und jetzt, Lucke, sag doch mal, was du da tust. Ja, ich bin quasi der Außendienst der Marke Sud. Ich bin heute bei Klaus seinem 20. Jubiläum dabei. Gratulation, Klaus, hierfür. Starke Leistung musst du erst einmal schaffen, 20 Jahre einen Lohn zu haben, gell? Wie gesagt, ich bin gezwungen worden, heute Gitarre zu spielen, leider mit dem Klaus. Bisher klappt es ganz gut. Erste Gig war erfolgreich, sage ich mal. Komischerweise ist jetzt keiner mehr da. Vielleicht liegt es an uns, ich weiß es nicht. Na, und ansonsten haben wir heute natürlich Testschuhe von der Marke Sud dabei, die jeder zum Testen hier ausprobieren kann. Kann seine Runde laufen, wir haben Lauftraining mit dabei. Genau. So, jetzt haben wir den Peter und ich glaube, der Peter ist eine sehr wichtige Person bei uns, weil du, Peter, hast jetzt, oder was ist deine Aufgabe genau? So wichtig bin ich nicht, aber ja, ich habe jetzt das aktive Training geleitet. Wir waren zuerst einmal
Crosstraining haben wir gemacht und sind die Berge im Westpark hochgelaufen mit eben Trailschuhen, dass die Leute das mal austesten konnten. Und jetzt hat der zweite Durchgang war mehr oder weniger Schnelligkeitstraining. Und wir sind dann ein bisschen Lauf-ABC haben wir gemacht und sind dann im Westpark immer im Berg haben wir Steigerungsläufe gemacht. Und wie viele Teilnehmer waren da immer dabei ungefähr? Ja, am Anfang waren es jetzt beim ersten Durchgang waren es so 15 bis 20 und jetzt beim zweiten waren es dann schon an die 30. Steht dann heute noch ein Training an oder war es das? Da steht jetzt noch ein Training an, das macht jetzt der Herr von Leguano mit Barfußschuhen, damit die Leute mal mehr auf ihre Füße hören können und einfach mal das austesten, wie das ist, fast barfuß zu laufen. Hallo Felix, wie geht's dir denn? Ich hab gehört, du spielst dein Schlagzeug, stimmt das? Das, glaube ich, ist ein eindeutiges Ja. Da sind wir schon alle gespannt. Okay. Was spielen wir jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Heimwetter. Okay. Alle nochmal bereit? Zweiter Anlauf, ohne gerissene Seite.